Hallo, hier ist Melanie Guttmann. Ich würde gerne eine Anzeige aufgeben, und zwar gegen mich selber. Für die letzte Generation. Veränderung braucht radikale Aktion. Wie lange wollen wir noch warten bis zur Eskalation? Bis zum Ende dieser ach so schönen Weltordnung. Ein Applaus für die letzte Generation. Nichts wird sich verändern ohne eine Revolution. Stellt euch in den Weg, denn viel zu lange wissen wir schon. Wenn's so weitergeht, sind wir die letzte Generation. Andere gehen zum Splash, wir splashen auf Gemälde. Planet A wird grad getötet, doch sie stören sich am Kleben. Daneben war Vandalismus aber gut kuratiert. I love you when you're dangerous und Flugzeuge beschmierst. Artikel 20a hat der Staat nicht kapiert. Glauben an uns selbst, weil ihre Scheiße nur frustriert. Werte wie Empathie haben uns politisiert. Team Solidarität, kein Bock auf wertloses Papier. Wir rebellieren laut gegen die Staatsmacht und fordern Darth Vader heraus, weil's einfach Spaß macht. Legitime Aktionen sind manchmal strafbar. Illegal, scheißegal, wir sind stark, klar. Also Pipelines abgedreht, auf Straßen festgeklebt. Farbe an den Wänden wie Banksys, die ihr seht. Das System muss sich verändern, 180 Grad gedreht. Es ist noch nicht zu spät, komm jetzt, los, auf geht's. Ein Applaus für die letzte Generation. Veränderung braucht radikale Aktion. Wie lange wollen wir noch warten bis zur Eskalation? Bis zum Ende dieser ach so schönen Weltordnung. Ein Applaus für die letzte Generation. Nichts wird sich verändern ohne eine Revolution. Stellt euch in den Weg, denn viel zu lange wissen wir schon. Wenn's so weitergeht, sind wir die letzte Generation. Brummi Brian regt sich auf, steht doch eh ständig im Stau. Und der fährt mit einem Allradpanzer volle Kraft voraus. Ich verstehe dich, du hast den Deutschen Bank kein Vertrauen. Denn nichts außer das Gehalt von Richard Lutz wird ausgebaut. Wir enteignen die Reichen, denn es wird nicht reichen, pausenlos zu kleben und ständig nur zu streiten. Während die reichsten 1% die Welt vor die Wand diktieren können, will ich mit so'n Palaver unsere Zeit verlieren. Eine Eilmeldung! Die sogenannte letzte Generation hat es erneut auf den Frieden unseres Landes abgesehen. Die Polizei warnt alle Bürger davor, das Haus zu verlassen. Die kriminelle Vereinigung ist erkennbar in den orangenen Warnwesten. Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft Manuel Östermann ist besorgt. Die letzte Generation sei mehr und mehr durchsetzt von Verfassungsfeinden. Währenddessen spielt für ihn keine Rolle, dass die Erde brennt. Politik pennt, mitten im Sommer das Ahrtal überschwemmt. Wer bekämpft diesen Trend und wer scheißt auf die Konsequenz? Frag dich selbst, wo du stehst, Teil der Lösung oder Teil des Problems. Beides vielleicht, so wie alle von uns, aber zum tatenlosen Zuschauen immer noch kein Grund. Halt die Fresse, wenn du meinst, dass diese Klimakleber scheiße sind. Sie kämpfen auch für dich und sie kämpfen auch für dein Kind. Was bringt es denn dem Klima, wenn die Leute auf der Straße kleben? Würden sie da nicht sitzen, würden wir nicht drüber reden. Was bringt es denn dem Klima, wenn du dich beschwerst und den Leuten, die was ändern wollen, den Kampf erschwerst? Ich erwarte nicht, dass du mitmachst, nur dass du endlich blickst. Dieser Tesla-Heini ist der wahre Klimaterrorist. Ein Applaus für die letzte Generation. Veränderung braucht radikale Aktion. Wie lange wollen wir noch warten bis zur Eskalation? Bis zum Ende dieser ach so schönen Weltordnung. Ein Applaus für die letzte Generation. Nichts wird sich verändern ohne eine Revolution. Stellt euch in den